zusätzliche Striche. Das ist so witzig. Hallo allerseits. Oh, meine Güte, das ist Kate. Wie hoch sind denn deren Chancen? Als ob wir den Gestank heraufbeschworen hätten. Ja, hier drin stinkt's wirklich. Oh, die schnallt's nicht. Kate, hast du das schon mal gesehen? Hier, das ist für dich. Hab keine Angst, es oft zu benutzen. Oh, danke, denke ich. Kate, sprüh's unter deine Achseln. Los, komm, wir gehen zum Unterricht. Hey, was ist das denn auf dem Spiegel? Kate, stink? Was? Riech ich schlecht? Ich riech gar nichts. Ich mach das lieber weg. Okay, ich versuch's mal mit meinem Ärmel. Mann, das geht nicht. Es muss doch irgendwie abgehen. Vielleicht hilft Wasser. Ach, blödes Waschbecken. Die funktionieren auch nie in der Schule. Oh, das nutzt nichts. Jeder wird das sehen. Nimm das, stinkende Kate auf dem Spiegel. Ich kann's kaum ertragen, dich anzuschauen. Hey, warte mal. Es geht ab. Was, das Deo? Oh, ich versuch das nochmal. Es ist das Deo. Oh, der Marker geht ab. Ich sehe keinen einzigen Strich mehr. Ausgezeichnet. Krise abgewendet. Aber weißt du was? Vielleicht wird es Zeit für mein eigenes Kunstwerk. Ich hole nur meinen Marker raus. Ich schreibe einfach meinen Namen. Fertig. Das ist ein viel besseres Artwork, meiner Meinung nach. Wow, wieder ein Tanzwettbewerb? Hä? Nein, ich sollte nicht. Was ist das? Tanzkurse? Meine Gebete wurden erhört. Zeit, groovy zu werden, Leute. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Pow! Das war toll. Bis bald. Hallo, auch zurück. Du möchtest tanzen? Mehr als alles andere? Kannst du das machen? Ich bezweifle das. Ich möchte es lernen. Bitte, bitte, bitte. Oh, okay, na gut. Aber nur eine kleine Stunde. Okay, los geht's. Eins, zwei, eins, zwei, drei, los. Arme, okay. Und die Füße? Ist das so richtig? Jetzt alles zusammen und drehen. Oh mein Gott, du hast es wirklich geschafft? Daran arbeiten wir noch. Ich werde antreten. Magische Moves, Leute. Vielen Dank. Ich kann hier oben kaum etwas sehen. Okay, nicht das Publikum beachten. Erinnere dich einfach an die Bewegungen. Konzentration, drehen, Lächeln nicht vergessen. Das lief super. Wow, sie lieben mich. Sie lieben mich wirklich. Oh, ich mag diese Stricknadeln überhaupt nicht. Aber es ist so schön, Zeit mit meiner Enkelin zu verbringen. Du lieber Himmel, was ist das? Und fertig. Wunderbar. Schätzchen, Schätzchen, sieh mal, was ich für dich habe. Oh, du hast mir einen neuen Pulli gestrickt. Danke. Bitteschön. Wow, ist ja ziemlich schwer. Na, was denkst du? Danke, er ist, klasse. Aber wenn ich den in der Schule trage, werde ich zum Gespött der Nation. Mein Ruf ist dahin. Ha, wie das Teil an dir hängt. Puh, du bist so dumm. Oh, keinesfalls, kommt gar nicht in Frage. Hey, Oma! Oh, sie ist eingeschlafen. Mist, was mache ich denn jetzt mit diesem Pullover? Moment mal, ich habe eine großartige Idee.
Zeit für einen unglaublichen Klamottentrick. Ich werde diesen Pulli in etwas Vernünftiges verwandeln. Ich mache aus einem Rollkragen einfach einen Top. Okay, das sieht schon mal gut aus. Aber mit den Ärmeln muss ich noch was machen. Hey, ich binde sie einfach wie einen Gürtel um die Taille. Ein einfacher Knoten. Und die Enden stecke ich weg, damit sie keiner sieht. Und fertig, von einem übergroßen Pulli zu einem Strickkleid. Oh, Oma sieht so süß aus. Ich will sie lieber nicht wecken. Sie braucht ihren Schlaf. Sie ist so gut zu mir. Wollen wir doch mal sehen, wer jetzt lacht. Wow, was für ein geiles Kleid. Danke, hat meine Oma für mich gemacht. Wow, die Party scheint ja toll zu sein. Okay, das ist meine Chance. Tief einatmen. Hey, wie geht's? Habt ihr in letzter Zeit irgendwelche guten Podcasts gehört? Schau mal da drüben. Ist das nicht cool? Was? Wo ist sie denn hin? Oh, sie haben mich observiert. Naja, das ist okay. Ich kann es ja nochmal versuchen. Hey, guter Punsch, hä? Entschuldige mich. Ich muss irgendwo hin. Hey, tolle Party, oder? Sorry. Ja, ich hatte einen Anruf und muss da rangehen. Ich wette, das war gar kein echter Anruf. Ich weiß überhaupt nicht, was ich falsch mache. Autsch, wo rennen denn alle hin? Die wollen nur zu ihm? Das macht doch gar keinen Sinn. Was hat der, was ich nicht hab? Oh, ich verstehe. Seine Haare. Okay, seine Garderobe und Tattoos. Ja, wie kann ich denn da mithalten? Aber schau, wie belebt er ist. Ha, was denn das? Ein Rockmagazin? Hey, temporäre Tattoos. Voll gut. Oh, wow, die sind ja unglaublich. Zeit, die einzusetzen. Alles klar, ich bin bereit für meine Tattoos. Einfach den Ärmel hochkrempeln und das Tattoo positionieren. Jetzt schön nass machen. Oh, scheint gut zu kleben. Das Papier abziehen und sehen, ob es geklappt hat. Oh, wow, das hat funktioniert. Das sieht echt aus. Okay, Zeit, die Party zu rocken mit meinem neuen Look. Ja, ich habe die Haare, die Garderobe und die Tattoos. Alle Tattoos. Da sind sie ja. Hallo zusammen. Oh, ich meine, hey, was geht ab, Leute? Boah, schau dir den an. Aus dem Weg, den habe ich schon reserviert. Hey, was ist denn los? Deine Tattoos sind so cool. Naja, egal. Wenigstens habe ich Popcorn. Hey, lass uns ein Selfie machen. Lächeln.